es gibt ein neues Video. Und zwar, es läuft derzeit Höhle der Löwen. Und wir gucken das sporadisch mal und haben uns gedacht, da gibt es das ein oder andere Produkt, was eigentlich in die Fitnessszene passt. Und wir waren selbst neugierig. Ist das so gut? Ist das vielleicht gar nicht so gut? Ist das einfach nur ein Hype? Was hat's mit diesem Produkt auf sich? Und da habe ich jetzt bestellt, sie sind hinter uns. Es sind nicht viele, aber... Ja, komm, sind schon einige. Ja, die in den letzten, ich würde sagen, 2 Jahren fitnessgerechten Produkte habe ich jetzt mal eingekauft. Wer es noch nicht erkennt, ihr werdet es gleich sehen. Aber wir gehen jetzt gleich mal rüber in die Küche, weil ich glaube, das ein oder andere muss man kochen. Fangen wir mit dem ersten an. Ich lese mal Benetton, aber was heißt? Benetto, ich schätze ein Benetto italienischer Fuß. Anbieter. Okay. Benetto. Jeder Italiener, der hier gelebt hat, darf sich jetzt im Grab umdrehen, weil ich zeige es euch jetzt. Oh! Ja. Man könnte jetzt meinen, oh, es ist High-Protein-Pasta. Ehrlich gesagt auch nicht das neueste Produkt der Welt. Aber was es so krass macht, können wir das lesen. Wisst ihr, was ich meine? Keiner liest wahrscheinlich jetzt der eigentliche Punkt, um den es geht. Aus was ist das Produkt gemacht? Oh, aus Grillenmehl. Ja, also streng genommen ist es nicht vegetarisch, aber zum Zwecke der Wissenschaft werde ich das jetzt probieren. Deswegen meinte ich auch, dass eigentlich jeder Italiener zum Grab umdreht. Ist eigentlich eine ganz schöne Verpackung, gell? Ja, wie so eine Vollkornnudel, finde ich, wirkt's. Und ich muss sagen, bei Nudeln gibt's keinen Pardon bei mir. Das erste, was ich schon sehe, ist natürlich krass. Das liegt natürlich auch daran, dass sie sehr viel Protein enthalten. 350 Kilokalorien. Also 350, 321. Hier habe ich jetzt Vollkornnudeln. 344. Nur damit ihr gleich wisst, das ist keine Low-Calorie-Variante von Nudeln. Weil ich glaube, das könnten manche meinen. Ja, glaube ich auch. Weil die Protein draufschreiben oder High-Protein, dass man dann meint, es ist irgendwie weniger Kalorien. Es hat also mehr Kalorien als die Durchschnittsnudel. Auch Nudeln. Übrigens Kichererbsen auch mit 363. Bei mir sind halt 40 Gramm Protein drin. Ja, also fast die Hälfte der Nudel besteht aus Eiweiß. Es ist ja eigentlich dasselbe Produkt, nur meins mit Tomate und deins nicht, glaube ich. Ja, Natur. Also 40 Gramm Ei. Fett bin ich bei 5,3. Ist das nicht relativ viel? Doch, für Nudeln schon. Bei mir ist 5,9. Oh, es ist nicht das gleiche wegen der Tomate. Und Kohlenhydrate 32 Gramm ist natürlich niedriger wie bei der klassischen Nudel. Grillenmehl. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt schmeckt. Ich würde sagen, ab ins Wasser damit, oder? Genau. Enthält Gluten. Und auch, was ich nicht wusste, wusstest du, dass anscheinend Grillen, allgemein Insekten, bei Menschen, die Krustentierallergie haben, auch Allergien auslösen. Wirklich? Sind Grillen dann Schrimps? Hier hinten sieht man, steht drauf, sie sind anscheinend nach Vorgaben der Firma nachhaltiger, weil sie weniger Wasser benötigen. Okay, also alles soll toll sein, aber am Ende kommt es nur auf den Geschmack drauf an, finde ich. Es ist letztendlich so. Es gibt nur eine gewisse Menge Protein, die wir Mensch pro Mahlzeit aufnehmen können. Also ihr könnt jetzt nicht 100 Gramm Protein und nehmt das dann effektiv auf. Also es gibt eine Deckelung und die Deckelung liegt unter dem, was das hier 100 Gramm mäßig hat. Ja, man darf ja nicht vergessen, meistens isst man noch Käse dazu. Ja, oder genau. Hefeflocken oder sonst irgendwas. Bei Pasta. Okay. Genau. Okay. Man hört schon das Grillengeräusch. Okay. It's warm. Also 11 Euro für 2 Packungen. Da baue ich dir auch ganz normale nachhaltige Nudeln an. Protein ist momentan einfach eine Wahnsinnsverkaufmaschinerie. Das ist einfach so. Ist so. Und ist ja auch okay so. Aber wie gesagt, okay, nicht übertreiben. Let's go. Die sind ein bisschen anders. Eine sind so ein bisschen eher. Was will ich jetzt probieren? Die habe ich eben schon probiert. Eins muss ich sagen. Die haben keinen Eigengeschmack, gell? Was ich ganz gut finde. Von der Konsistenz her sind auf jeden Fall diese ein bisschen mehlig hinten raus. Aber nicht schlimm. Also, okay, jetzt mal den echten Tisch. Genau, jetzt mal ein bisschen Soße drauf. Sossi. Ich finde sie echt nicht schlimm, wenn man erstmal mit den Gedanken wegkommt, dass man gerade ein Insekt ist. Okay, Fazit,
Bedenkt bitte den Spruch von Arne vorhin bezüglich den Proteinen. Wenn ihr wirklich ein Proteindefizit habt und unbedingt auf Protein angewiesen seid, dann kann man wirklich das machen. Aber wenn ihr normale Nudeln mit Käse isst. Ja, oder auch mit Hefeflocken. Das reicht ja eigentlich schon was in der Nudel. Also sie sind nicht gesünder oder so. Das muss man sich immer vor Augen führen. Genau. Und? Aber wenn man natürlich sagt, ja, aber der Nachhaltigkeitsaspekt. Ja, aber sie sind auch schweineteuer. Sie sind echt krank teuer. Und ich glaube, im Reformhaus gibt es auch viele wirklich Bio-Demeter-Nudeln, die noch preislich niedriger sind und dann mindestens genauso nachhaltig angebaut werden. Was kriegt dieses Produkt von uns? Ich finde den Nachhaltigkeitsaspekt cool. Ich finde, der Geschmack war wirklich gut. Aber Preis ist echt krass. Ich gebe diesem Produkt 7 von 10 Punkten. Würde ich auch sagen. Also Preis ist halt eine krasse Sache und es ist eben kein Muss, finde ich. Wir kommen zum zweiten Produkt, was ein großes Thema war. Bitterliebe. Ich kann noch nichts mit anfangen. Was hat es mit Bitterstoffen auf sich? Bitterstoffe sind ja bekanntlich gesund, sind ja auch in Radicchio und drin. Und der Gedanke dahinter kommt so ein bisschen von ganz früher, von Hildegard von Bingen. Die Hildegard. Die ganz berühmt ist. Und die haben das wieder aufgegriffen aus erlesenen Naturkräutern. Da ist er, der Tropferich. Oh, die Essenz des Lebens. Die Essenz. Und guck mal, was hier drauf steht. Verzehrempfehlung. Wir empfehlen dreimal täglich 25 Tropfen. Das ist ganz schön. Wow. Ja, dreimal? 5? Ja, als Getränk, oder? Zunge zergehen zu lassen. Die angegeben empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Das ist klar. Was sie aber auch angeben ist, durch die Bitterstoffe, wissen wir ja, hat man nicht so Lust auf Süßes. Ah, so dieser Kaffee-Moment. Ja, genau. Okay. Und jetzt bin ich mal gespannt. Boah, Hustensaft. Wirklich. Aber echt, das ist der Hust. Ich weiß schon, wie es schmeckt. Oh je, das habe ich damals beim Bauchweh auch bekommen als Kind. Diese Bitterstoffe. So, jetzt tropfe ich mal. Ah, 25 Stück. Da muss ich ja draufdrücken, aber so go through. Oh mein Gott, ist ganz schön viel, oder? Boah, es brennt so leicht noch dazu. Boah, so ein Taubheitsgefühl. Ich kann hoch, aber. Oh mein Gott, das ist genau. Oder? Das ist dieses Kinder. Es ist wirklich original. Bauchwehmittel. Ja, genau. Ich glaube, es ist gesundheitlich wirklich sehr positiv, mehr Bitterstoffe einzubauen. Auch durch Radicchio und. Ja, wie heißt der eine Salat? Dieser. Ja. Wollen wir so extra. Mit dem Apfel. Genau. Wo wir gerne Apfel mit. Genau, der ist immer so kühl gelagert. Der grüne. Mensch, wie heißt denn der? Gelbgrün. Chicorée. Ja. Ich glaube, es hat schon seine gesundheitlichen Aspekte dahinter und hilft bestimmt. Ist jetzt nur die Frage, wie teuer dieses Ding war. Und ich glaube, es verkauft sich auch gut, weil jeder denkt so, so ein paar Tropfen am Tag und ich bin viel gesünder als vorher. Obwohl es ja nicht die gesunde Ernährung ersetzt. 14,95 €. Finde ich vom Preis okay, aber ich weiß natürlich nicht, 25 Tropfen gehen natürlich schnell leer, gell? Ja. Ich gebe dem Produkt, weil ich es echt, ich finde es cool, dass wir auch ein bisschen so alte Weisheiten wieder hochholen, aber ich finde es so wirklich ein bisschen sehr unnötig, deswegen gebe ich 5 von 10. Und ich gebe dem Produkt 3 von 10, weil ich bin halt immer noch der Meinung, dass man so Bitterstoffe über normale Lebensmittel zu sich nehmen soll, weil ich glaube, dass der Körper das dann auch anders aufnimmt, anstatt so konzentriert in Tropfenform zu sich das zu nehmen. Das denke ich auch. Und vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, die Lebensmittel, wo die Bitterstoffe drin sind, haben meistens noch andere essentielle Dinge drin, unter anderem auch Pflanzenfasern, die wir für die Verdauung zum Beispiel brauchen. Ein Produkt, was sie auch unbedingt haben wollten, wo ich weiß, da kam kein Deal zustande. Ich habe zuerst gedacht, ja, das ist doch nicht schwer jetzt. Ein sogenannter Eiersatz. Eigentlich würden die meisten Veganer jetzt denken, ja, das ist, wozu brauchen wir das denn? Ach, Eiersatz. Ja, viele werden jetzt denken, das gab es doch schon. Wir können doch einfach Flohsamenschalen nehmen oder Tofu mit ein bisschen Salz. Aber anscheinend kann man damit ganz viel machen und es soll wirklich sehr nach Ei schmecken. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also ja, was ist drin? Maisstärke, super, Maisstärke ist das erste, einfach so Dickmittel. Eiweiß, okay, Lupinenmehl, Maltodextrin. Zum Binden, Lockern, Anreichen von traditionellen Speisen, Vorspeisen und Gerichten bis hin zum Kuchen. Als echter Eiersatz aufschlagbar.
Und oh, nicht teuer. Flup. Okay. Eigentlich ist das völlig unnötiges Produkt. Wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch einfach Speisestärke viel drin. Maisstärke ist ja quasi Speisestärke. Hm. Und dafür wird es für wie viel Euro verkauft? 9,99 €. Das ist echt super teuer dafür, dass er am Ende 200 Gramm kriegt. Für 9 Euro könnte man sich am Ende schon die einzelnen Zutaten, die ich gerade genannt habe, die ich auch bei Bodyfood gerne benutze, zusammen kaufen, kosten vielleicht am Ende 20 Euro, aber dann werden noch eure Enkel davon backen können. Aber ist wirklich zum Backen gedacht als Eiersatz? Ja, ne? Egg Substitute. Fürs Backen, fürs Aufschlagen, Kochen. Wer es schnell haben will, ohne jetzt irgendwie das Aquafaba aufzuschlagen. Ach, ja, aber das muss ich auch aufschlagen. Ich weiß ja eigentlich. Und fürs Kochen nimmst du einfach Flohsamenschalen. Ach so, ohne zu erhitzen soll das. Okay. Okay. Ja, fürs Backen kann ich es ja nicht erhitzen. Ja, stimmt. Oh, wirklich? Kann ich schon sagen. Ja. Oh. Aber man kann auch einfach dieses Namaksalz, wie heißt das? Das ist es. Kann ich jetzt doch vielleicht Ei? Oh, wenn man jetzt Rührei draus macht, dann finde ich es ganz lustig. Okay, wir machen jetzt mal Rührei draus. Was? Kann man Rührei? Vielleicht. Nein, aber das müsst ihr, oder? Ja, warum soll es denn sonst nach Ei riechen, ne? Produkt besonders geeignet zum Binden, Lockern und Anreichern von traditionellen Speisen. Also kann ich jetzt kein Rührei draus machen. Ja, und dieser Stinke-Effekt ist wichtig für einen Kuchen, oder? Ja, falls man gerne Kuchen mit faulen Eiern macht. Also wer von euch beim Reitstall öfter ist, genau so riecht es. Es riecht vielleicht Ammon. Es riecht nach Reitstall. Stimmt, stimmt. Ja, also ich habe eigentlich gar keine Lust. Ja gut, ich bin mir sicher, es wird funktionieren mit dem Backen. Aber da sind ja auch alle Produkte drin, Einzelzutaten, die man fürs Backen braucht. Ich finde das Produkt wirklich super unnötig und deswegen gebe ich 2 von 10. Das ist wirklich nur für die Oma geeignet, die sonst. Klar, eine Oma, die Eiersatz nimmt. Und wo der Enkel dann kommt und sagt, Oma, ich esse kein Ei. Und sie sagt, okay, mit welchem Produkt soll ich es denn machen? Und er geht dann hin und sagt, tu einfach das rein. Ja, und dann macht sie es und sagt, warum du warst lange Zeit, mein Enkel. Warum stinkt jetzt der Kuchen nach Reitstall? Okay, 2 von 10. Auch 1 von 10, weil ich es unnötig finde und auch noch relativ teuer. Und viel Verpackung. Schon 3-mal bei uns angefragt, ob wir sie bewerben wollen. Und 3-mal haben wir gesagt, nein, wir machen keine. Wie nennt man die? Es ist ja wie Slim Fast, gell? Genau, eigentlich ist es ja so Astronautennahrung ein bisschen. Eigentlich ist es ja. Wie nennt man diese Kategorie, wie Alma seht? Was wir übrigens schon getestet haben. Oh, hello. Das muss ich übrigens online bestellen, aber es gibt es, glaube ich, auch bei manchen. Das gibt es auch im Edeka, glaube ich, und so. Ja, kommt immer auf den Edeka drauf an. Ich glaube nämlich, die wurden auch. Oh mein Gott, sie haben sogar Riegel. Das ist Food. Ich finde halt, ja, wenn man eine Nahrung trinkt, ist halt immer so eine Sache. Man soll ja auch das Essen nicht verlernen. Ja, und wer braucht das? In unserer heutigen Gesellschaft müssen wir uns fragen, wer braucht so Nahrung? Wer lebt so außerhalb von zugänglicher Nahrung, dass er schnell etwas trinken statt essen sollte, damit er nicht unterkalorisch lebt? Ja, das sowieso keiner, aber ich glaube, viele meinen einfach, hey, da spare ich mir die halbe Stunde kochen, ich spare mir das Aufräumen, weil man kann ja einfach dieses Plastikding dann in den Müll werfen. Ich spare mir sehr viel Zeit und habe eine ausgewogene Ernährung, weil ich denke, mit dem werben sie wahrscheinlich auch, oder? Ready-to-Drink-Mahlzeit, die alle Mikro- und Makronährstoffe enthält. Darf ich kurz? Ja. Und der Slogan vorne drauf hier, ein Drink, eine Mahlzeit. Ja. Das heißt, es zeigt wirklich, ihr braucht sonst nichts. Ist auch, also nach den Angaben hier, ist daher die perfekte Alternative zu ungesunden Junkfood und deiner zuverlässigen Begleitung. Das Problem ist jetzt, ich weiß, ich könnte das trinken und ich habe danach noch Hunger. Weil das hier oben. Ja, du hast nicht gegessen. Das kann, bei manchen kann das erstmal funktionieren. Slim Fast hat ja auch eine ganze Zeit funktioniert. Aber dann müssen Leute ja irgendwann wieder zurück ins normale Leben finden. Das ist ja jetzt keine Dauerlösung. Man darf halt eins nicht vergessen. Es gibt auch Wenn man sich wirklich mit so Sachen ernährt, überwiegend, dann verlernt auch der Magen, Sachen aufzuspalten. Der Darm funktioniert anders. Also unser Körper ist ja nicht darauf gepolt, sich flüssig zu ernähren. Und wir sind jetzt mal gespannt, wie das schmeckt. Vielleicht schmeckt es voll lecker. Was hast du für einen Geschmack? Ich probiere jetzt Vanille. Ja, also es ist nicht übertrieben süß.
fettarme Milch ist die erste Zutat. Man darf auch nicht vergessen, es gibt ganz viele Lebensmittel, die können noch ganz alleine gegessen werden. Man könnte ja auch so einen Avocado-Drink nehmen. Okay, und eine Flasche mit... Schmeckt ganz lecker. Mit wie viel? 500 Milliliter hat genau 500 Kalorien bei mir. Okay, ich denke, die anderen müssen wir gar nicht testen vom Geschmack. Ich finde, Geschmack ist okay. Sind sie echt gut, aber ich meine, sie schmecken halt wie Kava. Genau, nein, Kava schon besser. Ja, schon besser, aber ich meine, so wie so ein gesünderer Kava. Der Nutri-Score ist A. Aber das liegt daran, dass die Nahrungsverteilung, also von den Makronährstoffen, glaube ich, gut ist. Genau. Und natürlich künstlich so auch unter anderem hergestellt wurde. Es wird gesüßt mit Sucralose, Acesulfam. Stabilisatoren sind ganz viele natürlich drin, Reisstärke und ganz viel zugesetzte Vitamine. Es ist eigentlich ja ein flüssiger Vitamindrink mit Kalorien durch Milch und ähnliches. Deswegen glutenfrei, laktosefrei, ballaststofffrei, Ballaststoffe reich an Protein ohne Zuckerzusatz. Und es ist unabhängig davon einfach noch zusätzlich, egal ob recycelt oder nicht, nicht notwendige flüssige Nahrung. Also Fazit, ich gebe dem Ganzen 4 von 10, weil es gar nicht so schlecht schmeckt. Ja. Und ich würde sagen, wenn jemand weiß, ich bin heute unterwegs, ich hole mir sonst sowas, sowieso nur was bei McDonald's oder sonst irgendwas, dann kann man sowas vielleicht zu sich nehmen. Aber seid ehrlich zu euch. Ich würde es nicht machen, weil es mich nicht satt machen wird. Genau. Eventuell hat man danach sehr oft einfach nur Lust wieder auf was Deftiges und dann holt man sich trotzdem was bei McDonald's. Genau. Dann habt ihr zweimal gegessen. Eben. Also deswegen, bei mir gibt es 3 von 10, leider nicht mehr. Und 3 von 10 ist für den Geschmack, für den guten Willen. Aber Slim Fast gab es halt auch schon mal. Das war's jetzt von unserem Fitness-Food Höhle der Löwen Edition. Schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr von den Sachen hier schon was ausprobiert habt, sie vielleicht besser oder schlechter findet als wir. Bestimmt haben ein paar das hier schon probiert. Bestimmt. Das ist ja überall. Aber am meisten würde es mich interessieren bei der Bitterliebe, ob das wirklich so jemand täglich zu sich nimmt und eine Veränderung spürt. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss. Ciao.